Automaten, wo man... Herzlich willkommen bei der Hundeschule Understanding Dogs, eurer Hundeschule mit Herz und Verstand. Heute geht es um das Thema Leinenführigkeit und ja, weil mein Hund ja mehr oder weniger leinenführig läuft, habe ich heute mal einen Kandidaten gesucht, der mir einen Hund ausgeliehen quasi, der nicht so schön an der Leine läuft. Man rennt da rüber, auch nicht normal. Nee, Schluss. Kannst du dir vorstellen, dass der mal eine Freilaufbeschädigung hat? Das Problem ist gerade so ein bisschen, haben wir schon festgestellt, sobald ich den an der Leine habe, zieht er gar nicht mehr so doll wie beim Besitzer. Wir wollen mal gucken, wie es sich gleich darstellt und dann zeige ich euch einen ganz einfachen Trick, wie ihr Leinenführigkeit mit eurem Hund üben könnt, selbst wenn er seit 5 Jahren eigentlich nur an der Leine zieht. Okay, wir gehen einfach mal los. Equipment, genau, habe ich vergessen gerade, ist jetzt einfach eine 10 Meter lange Leine. Das ist jetzt in dem Fall einfach eine Longe von den Pferden. Ihr könnt aber einfach irgendein Gurtband nehmen mit einem stabilen Karabiner dran, möglichst mit Schlaufe am Ende. Und ich persönlich arbeite bei so langen Leinen, wenn ich so einen großen Hund habe, der sehr zieht, auch gerne mit Handschuhen. Ja, wie gesagt, im Moment zieht er nicht, aber wir gucken mal, wie sich das gleich darstellt, wenn wir loslaufen. Das ist übrigens hier der Felix. Ne, Felix, du bist ein professioneller Leinenzieher. Wir gehen einfach mal los. Komm mal mit. Beste Hand. Ey, lass es mal. Es ist natürlich so, dass der Besitzer dieses Hundes immer mit einer kürzeren Leine läuft, also in etwa so. Ich glaube, so diese Länge hat die Leine, mit der er sonst geht. Wenn ich aber in einem Hund, der seit 5-6 Jahren wie blöde an der Leine zieht, Leinenführigkeit beibringen will, dann fange ich zunächst mit einer ganz langen Leine an. Also in diesem Fall 10 Meter und Handschlaufe am Ende. Dann gehe ich los und gehe immer in die entgegengesetzte Richtung des Hundes. Das heißt, wenn wir gleich loslaufen und der Felix geht diese Richtung den Weg hoch, fängt an zu ziehen, dann drehe ich um. Sobald er aber hinter mir herläuft und sobald er mich so halbwegs erreicht hat, drehe ich wieder um und gehe wieder in irgendeine andere Richtung. Das heißt, ich bewege mich konstant vom Hund weg. Was habt ihr hier gerade gesehen? Sobald ihr euch konstant von eurem Hund wegbewegt, wird er irgendwann anfangen, euch zu folgen. Das machen eigentlich alle Hunde. Das ist so ein bisschen das, was halt Welpen auch machen, wenn ihr einfach irgendwie durch den Wald lauft, Welpe ohne Leine läuft hinterher, der folgt euch. Das machen die älteren Hunde auch noch.
Natürlich lässt man die nicht einfach ohne Leine irgendwo rumlaufen, weil es einfach zu gefährlich wäre. Ne? Wenn sie dann doch irgendwo was Spannendes sehen, hauen sie womöglich ab oder, weiß was ich, reißen ein Reh oder irgendwelche Sachen. Das heißt, wir machen halt eine lange Leine ran und bringen ihnen erstmal überhaupt bei, uns zu folgen, indem wir einfach immer in eine andere Richtung gehen als die, wo der Hund läuft. So. Wir zeigen das immer eben nochmal. Das ist der Felix da hinten, der hat ganz viele Kletten auf dem Kopf. Die hat er gerade eingesammelt. Die machen wir mal eben weg, damit du schick aussiehst, aber ich krieg das gar nicht weg. Naja. So, jetzt bist du wieder so halb schick, ne? Komm mal mit. So, hier sind wir jetzt auf einer Kreuzung im Wald angekommen. Hier werden wir jetzt Schritt Nummer 2 zeigen. Der geht so, dass ihr dem Hund, sobald er dann wirklich neben euch ist und anfängt euch zu folgen und da ist, und aufmerksam ist, dass ihr ihn lobt. Ob ihr das jetzt mit einem Spielzeug macht oder mit der Stimme oder mit einem Leckerli, ist eigentlich mehr oder weniger egal. Hier ist es jetzt einfach so klein geschnittene Fleischwurst, aber da könnt ihr einfach gucken, was für euch gut passt, was euer Hund gerne mag, was er gut verträgt. Wir probieren es einfach mal. Es wird schon wieder richtig geil darum. So. Ja, jetzt du bist echt voll. Das ist krass, weißt du was? So, ich glaube mal ein Stück weiter noch in irgendeine. Wir können auch da hoch, ist eigentlich egal. Wir müssen ja eh dauernd umgehen. Ja. So. Schritt Nummer 3. Ihr nehmt die Leine allmählich kürzer. Wenn ihr das zu Hause übt, dann könnt ihr die ganz allmählich kürzer machen. Also meinetwegen jedes Mal, wenn ihr das übt, so ein kleines Stück immer kürzer, bis ihr bei eurer Länge, die ihr normalerweise habt, ankommt. Macht euch bei der Länge, mit der ihr normalerweise laufen wollt, also meinetwegen irgendwie so vielleicht, macht euch dann Knoten oder irgendeine Markierung in die Leine, damit der Hund irgendwann weiß, okay, so lang ist die Leine und den Radius darf ich auch laufen, bevor ich ihn umkehre.
kann das ja mal zeigen. Also bis jetzt sind wir in der Länge gelaufen. Das heißt, der nächste Schritt wäre, ihr nehmt die Leine ein Tick kürzer, lauft wieder los. So. Nächster Übungstag, ihr nehmt sie wieder ein Stück kürzer. Dann wieder, wir überspringen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal ein bisschen schneller, weil sonst das Video sehr lange dauern würde. Also nehmen wir mal an, ihr habt das schon ein paar Tage geübt, 3, 4 Tage. Dann ist die Leine irgendwann so kurz, wie ihr normalerweise laufen wollt. Also meinetwegen so. Und die ganze Zeit macht ihr dasselbe Spiel, immer wieder dasselbe Spiel, nur mit einer immer kürzeren Leine. Also am Ende sieht es dann so aus, das ganze Spiel. Und so lernt euer Hund das ruckzuck mit der Leinenführigkeit. Wir gehen mal noch ein Stück. Ich nehme mal noch ein paar Würstchen mit. Ne? Damit funktioniert das besser. Sehr schon kurz. Würstchen. Ich gehe hier ein bisschen hoch, oder? Dann nicht aufgepasst, bin ich umgedreht. Ne, sobald ihr irgendwie eine Richtung zieht, geht ihr einfach um. Ja, gut machst du das. Wie immer machst du das. Natürlich so, dass ihr das dann über ein paar Tage hinweg beibehalten müsst. Also auch dieses langsame Verkürzen der Leine, ne, das ist dann einfach halt okay, es wird kürzer, kürzer, kürzer und bei dieser Länge bleibt es dann irgendwann. Aber es ist absolut notwendig, dass ihr wirklich dann für ein paar Tage, Wochen oder eigentlich kann man sagen generell immer dann, wenn euer Hund zieht in irgendeine Richtung, also wenn er wieder anfängt irgendwohin loszuziehen, ohne darauf zu achten, dass ihr da auch noch am anderen Ende hängt, dass ihr einfach umdreht. Ne? Aber ganz am Anfang ist es immer super, wenn man es mit einer langen Leine übt. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Und genau, abonniert den Kanal, gibt immer wieder was Neues. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und jetzt tüte ich ihn mir hier so rein. Also, da hinten Hund, film mal kurz dahin, Hund, Begegnung. Da vorne ein ganzer Trupp Menschen, die zeige ich euch jetzt nicht, die hört ihr vielleicht nur. Hund läuft erst rein. Nur mal so. Am Rande bemerkt.